Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich etwas für dich, was mich etwas verwundert hat. Und zwar hat Nix einen weiteren Adventskalender rausgebracht. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den Diamonds and Ice Please Adventskalender aufzumachen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender habe ich auf Lookfantastic bestellt für, ich glaube, ungefähr 55 Euro müsste das gewesen sein. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender und hier sollen nicht nur Lippenprodukte enthalten sein, sondern auch Face-Produkte. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Optisch gesehen gefällt er mir genauso wie der Lippen-Adventskalender, den ich noch gar nicht online gestellt habe. Es tut mir leid. Er gefällt mir halt so lala, sage ich mal. Ne? Es ist ganz so auf Party ausgerichtet. So dieses ganze diamantmäßige Party, 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 Musik, Geldscheine, Lady, Kabuff, Kabam, Sektgläser. Aber es ist halt überhaupt nicht weihnachtlich. Ne? Also den jetzt die ganze Weihnachtszeit über hinzustellen, sehe ich mich nicht. Hier oben ist direkt die Nummer 1. Okay, hier sind die Produkte gut drin. Das ist aber schön. Und zwar haben wir hier Matt Lipstick. Okay, das ist eine Probegröße, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder? Perfect Red. 1,8 Gramm sind hier enthalten. Das ist dieser hier. Ja, okay, wir starten mit einem Lippenprodukt. Man sieht die Zahlen super schlecht hier drauf übrigens. Boah, bin ich doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Das ist eigentlich relativ simpel, ne? Man muss es nur raffen. Die Nummer 2 befindet sich genau neben der Nummer 1. Oh ja, wir haben hier endlich ein... Endlich ist gut, das ist das zweite Kläppchen, Claudi. Wir haben hier ein Face-Produkt drin, und zwar Born to Glow Liquid Illuminator. Das sind 13 Milliliter von einem Flüssig-Highlighter. Und das finde ich interessant. Das finde ich cool, da freue ich mich gerade drüber. Die Nummer 3... Okay, hier haben wir eine Soft Matte Lip Cream, und das sind 4,7 Milliliter. Die Farbe ist Kann. Ist eine schöne Farbe, ne? Die Soft Matte Lip Creams sind ein bisschen schwerer auf den Lippen, aber ich finde sie ganz okay. Die Nummer 4. Es scheint im Wechsel zu sein, ne? Immer so ein Lippenprodukt und dann halt irgendwas anderes. Das sieht mir hier ganz nach einem Monolidschatten aus. Ich hier nicht rausbekomme. Hallo. Oh Mann. Monolidschatten und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Das ist die Farbe Glam Purple. 1,7 Gramm sind hier enthalten. Aber er sieht echt schön aus, muss ich sagen. Ne? Das ist eine tolle Farbe. Mag ich gerne leiden. Doch. Die Nummer 5. Ein Lippenprodukt. Oh, aber das finde ich toll. Hier haben wir einen Lip Scrub drin, Hashtag This is Everything Lip Scrub. 14 Gramm sind hier enthalten. Das ist ein Lippenpeeling und ja, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon im NYX Adventskalender drin. Aber es ist ganz cool, gerade wenn du so viele verschiedene Lippenprodukte hier drin hast, dass du auch einen Lip Scrub dabei hast, weil das kann die Lippen nochmal vorbereiten auf die Farbe, die nachher kommt. Und dann funktioniert es einfach besser. Nikolaus, die Nummer 6. Mal gucken, ob die sich da was Spezielles überlegt haben. Nö. Leider nicht. Das ist ein Butter Gloss. 4,7 Milliliter sind hier enthalten und die Farbe heißt Angel Food Cake. Hört sich sehr, sehr interessant an. Ich glaube, ein Butter Gloss hatte ich auch noch nie. Weiß ich nicht. Riecht super interessant. Sehr, sehr süß. Okay. Sehr schön. Das mag ich. Solche Farben mag ich richtig, richtig gerne. Die Nummer 7 haben wir hier oben. Es ist die gleiche Reihe. Natürlich haben wir die da oben, Claudia. Hier haben wir wieder einen Monolidschatten drin und das ist die Farbe Crystal mit 1,7 Gramm. Auch die Farbe gefällt mir per se ganz schön. Ja, aber ich mag nicht so gerne Monos, ne? Das ist echt ein Problem. Aber es ist mein Problem. Es ist einfach mein Problem. Es gibt Leute, die stehen volle Kanne auf Monos, ne? Okay, die Nummer 8 haben wir hier. Mir hat mal jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich sehr laut Adventskalenderkläppchen öffnen würde und dass sie das triggern würde. Tut mir leid an dieser Stelle, aber ich kann da ja nichts für. Ne? Was soll ich machen? Ich kann ihm ja nicht sagen, sei leise. Hashtag This is Everything, das ist ein Lippenöl mit 4,7 Millilitern. Es ist ganz nett, dass wir hier auch diese Vielfalt drin haben. Schade finde ich wirklich, dass wir das in diesen wirklich Probegrößen enthalten haben und nicht in der Full Size. Weil in dem Lippen-Adventskalender waren ja nur Full-Sizes drin, ne? Okay, dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 9. Hä? Ist das nochmal eins?
Hashtag This is Everything Lippenöl 4,7 ml. Hä? Gibt es da unterschiedliche Farben? Sheer Blush und Sheer. Okay, nee. Das eine ist ein bisschen rosa und das andere ist dann ein bisschen rötlicher. Aber sehr, sehr, sehr uncool gemacht. Das ist wirklich in direkt aufeinander, folgenden Kläppchen ist, oder? Okay, die Nummer 10. Okay, hier haben wir wieder was Schönes drin. Und zwar von Born to Glow Liquid Illuminator. Okay, das eine, also das ist jetzt Gleam und das andere war die Farbe Sunbeam. Okay, das ist jetzt einfach ein bisschen dunkler. Ich glaube, Gleam ist dann tatsächlich auch für mich ein bisschen zu dunkel, oder? Weiß ich nicht. Dann gucken wir uns die Nummer... Ach, wir sind schon zweistellig, ne? Wir gucken uns die Nummer 11 an. Okay. Eine Soft Matte Lip Cream 4,7 ml in der Farbe Roam. Dann haben wir hier die Nummer 12. Das lässt sich hier ja ganz toll rausnehmen, nicht... Ich meine, so verrutscht es nicht, aber... Schaut mich schon angesaut. Na toll. Hier haben wir einen weiteren Lippenpflege-Gedöns drin. Und zwar Hashtag This is Everything Lip Loving Balm mit 12 Gramm dürften das sein. Das ist so ein Pöttchen-Lippenbalsam. Auch das ist nett, aber ja, ne, es ist, wir hatten jetzt gerade echt ein paar Kläppchen vorher, zwei Lippenpflegeprodukte mit den Lippenölen. Das ist jetzt ein bisschen Lippenpflege-Overload, aber egal. Machen wir mal weiter mit der Nummer 13. Ach süß. Ja, du hast ja echt Probegrößen drin, ne? Das sind nicht die Originalprodukte, leider. Das ist das Translucent HD Finishing Powder. Ach, witzig. 3,3 Gramm hatte ich jetzt letztens erst in einem Trash-Paket. Nee, Tauschpaket. Tauschpaket war das, genau. Mineral Base, also Mineralien basiert und 3,3 Gramm. Ist auf jeden Fall was zum Ausprobieren. Und wenn einem das gefällt, kann man sich das in groß nachkaufen. Gut, die Nummer 14. Also, wen es triggert, Probegrößen in Adventskalendern zu haben, der wird hier, glaube ich, echt ausrasten. Das ist ein matter Lippenstift mit 1,8 Gramm in der Farbe Natural. Und das ist auch wirklich ein schöner Rosenholzton, so ein bisschen My Lips But Better von der Farbe her. Finde ich ganz nice, ne? Den mag ich wirklich gerne leiden, aber ich mag halt echt keine matten Lippenprodukte, weil die meine Lippen halt zu sehr austrocknen. Das mag ich nicht so gerne. Dann schauen wir mal die Nummer 15 an. Oh, hier haben wir wieder ein Buttergloss drin. Schön. Das ist jetzt die Farbe mit 4,7 ml Creme Brûlée. Ich weiß nicht, ist das nicht auch so ein Klassiker? Oder ist es irgendwie, komme ich gerade nicht klar auf mein Leben? Ich weiß es nicht. Ich swatch den mal daneben. Der sieht nämlich ein bisschen peachiger aus, tatsächlich, ja. Aber halt noch natürlicher tatsächlich. Das sitzt jetzt drüber und man sieht, ich bin eben mit meinem Arm an meine Hand gekommen. Läuft bei mir! Ja, aber das finde ich cool. Doch so Lipglosse mag ich. Nummer 16. Hier haben wir wieder einen Mono-Lidschatten. Immerhin haben wir Lidschatten hier drin, ne? Das finde ich eigentlich ganz positiv, weil NYX macht eigentlich so schöne Lidschatten. Das ist die Farbe Golden Bronze mit 1,7 Gramm. Dieser hier. Auch ein schöner Schimmerton. Ich würde euch die gerne swatchen, aber weil ich den eh nicht behalte, ergibt das wenig Sinn. Und wenn ich den jetzt in einen anderen Adventskalender packen werde oder jetzt verlosen werde, wie auch immer, ist es frech, wenn ich den vorher swatche, oder? Ich habe das letztes Jahr gemacht, dass ich das dann auch gesagt habe im Video, ich swatche das jetzt, aber ihr seht das, ne? Ich mag das nicht, ich fühle mich da nicht wohl mit. So, dann machen wir hier die Nummer 17 auf. Das ist eine Woche vor Heiligabend. Hier haben wir wieder einen Monolidschatten drin, auch wieder aufeinander folgend. Das ist dann auch irgendwie so, Leute, ihr habt das so schlecht aufgeteilt. Warum macht ihr sowas? Ihr könntet doch so kreativ sein. Und was macht ihr? Murks macht ihr. Das ist die Farbe Bronzed Goddess. Der ist tatsächlich mehr ins Goldene, wie der, den wir jetzt gerade kurz vorher hatten. Auch wenn die schon sehr, sehr ähnlich sind. Also da sehe ich jetzt nicht so den ultimativen Unterschied, um das mal so zu sagen. Und ich denke, auf dem Auge wird das jetzt auch nicht so mega unterschiedlich rauskommen, oder? Nummer 18. Wieder ein matter Lippenstift von NYX, wo die Kappe sich jetzt gerade verabschieden wollte. Und das sieht mir nach einem sehr, sehr, pflaumemäßigen Ton aus. Die Farbe, 1,8 Gramm und das ist die Farbe Siren, die Sirene.
Also sehr, sehr dunkel. Das sieht man hier ja auch in der Mitte, die Farbe. Würde jetzt optimal zu meinen Nägeln passen tatsächlich. Die Nummer 19 ist quasi die Zahl, mit der wir aus dem 1er-Bereich verabschiedet werden. Und schon wieder. Also das ist blöd aufgeteilt, Leute. Wirklich, wirklich blöd. 1,8 Gramm hat der ja auch wieder. Whipped Caviar, also aufgeschäumter Kaviar. Es ist eine schöne Farbe, definitiv. Aber wie gesagt, Matt und ich, wir sind einfach keine Freunde. Ja, ich habe Angst, ne? Also ich finde die Farben schon schön, aber ich habe schon Angst, dass es mir dann zu trocken sein wird und dann rege ich mich auf und dann habe ich den aufgemacht und kann den nicht weitergeben und bin traurig. So, die Nummer 20 und herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir wieder einen Monolidschatten. Ja. Also der Adventskalender ist irgendwie jetzt nicht so bombastisch, finde ich. Ich hatte irgendwie mir vorgestellt, dass hier vielleicht mal ein Primer drin ist oder ein Foundation-Pröbchen, Concealer-Pröbchen, irgendwie sowas, ne? Blush Bronzer Highlighter, hallo. Kommt vielleicht ja noch, man weiß es nicht. Wir haben hier die Farbe Rose Gold und das sind 1,7 Gramm. Also die Farben von den Lidschatten, von den Monolidschatten finde ich wirklich, wirklich schön. Wirklich schön. Auch wenn die vielleicht ein Tick zu dunkel sein könnten, so von der Farbgebung her, weil das sich alles ja eher so im dunklen Bereich aufhält, ne? Aber schon schöne Töne. Aber nur Monos? 60, 55 Euro? Ja. Eine Eyeshadow Base. Okay. HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. 4,7 ml. Das ist nett. Ja, kann man machen, ne? Lidschattenprimer kann man gut gebrauchen. Gerade wenn man so viel Lidschatten hier drin hat. Gut, 22. Ein Monolidschatten. Oh, warum habe ich mir nicht vorher angeguckt, was hier drin ist? Ich bin mega, weiß ich nicht. Aber es ist abwechslungsreich. Also abwechslungsreicher als der andere auf jeden Fall. Das muss ich gestehen. Aber ne, da wusste ich halt, da erwarten mich halt nur Lippenprodukte. Und das fand ich geil. Aber ja, das ist ein schönes Gold. Antique Gold, 1,7 Gramm ist das. Das ist wirklich ein richtig schönes Gold. Ne? Mega krass. Das vorletzte Kläppchen, die Nummer 23. Hier haben wir wieder ein Buttergloss, den ich auch wieder behalten werde. Das ist die Farbe Tiramisu. Komm, jetzt rutschen wir jetzt auch noch. Na, wobei der mich sehr an den ersten erinnert, ne? Auch wenn der jetzt weniger ins Pinke geht, das ist jetzt der oberste Swatch. Doch die Glosse mag ich wohl leiden. Ist es die Möglichkeit, dass wir in der Nummer 24 nun endlich eine Full Size erwarten dürfen? Nö. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist ein Primer. Porefiller, 11 ml ist das. Ja, das ist ein porenfüllender Primer. Ja, ich hatte mehr davon erwartet, muss ich gestehen. Ne? Ich hätte irgendwie das geil gefunden. Die haben ja auch dieses kleine Puder reingepackt. Wenn die auch so einen kleinen Blush, einen kleinen Bronzer, einen kleinen Highlighter reingepackt hätten, hätte ich cool gefunden. Wäre abwechslungsreicher gewesen. Ansonsten haben die halt ordentlich was rausgehauen, was Monolidschatten angeht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Monolidschatten normal in der NYX-Theke drin haben. Glaube ich gar nicht. Habe ich so gar nicht bewusst wahrgenommen bislang. Ansonsten finde ich diese kleinen Lippenprodukte eigentlich ganz süß, weil es dauert ja ewig und 3 Tage, bis du wirklich einen Lippenstift mal aufgebraucht hast oder einen Lipgloss oder so. Cool finde ich auch diese Liquid Highlighter. Aber ich muss sagen, so mega umgehauen hat mich der Adventskalender jetzt echt nicht, ne? Ich hatte da echt mehr von erwartet für 55 Euro oder 60 oder was auch immer ich dafür ausgegeben habe. 55 bis 60 Euro. So, ich verlose euch einfach hier die kompletten 6 Monolidschatten, die in dem Adventskalender enthalten waren. Und alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich glaube, das geht einfach am besten, oder? Und ja, das war es jetzt mit dem Video. Wie gesagt, ich hatte irgendwie mehr erwartet, hätte mich besser informieren sollen. Selber schuld, Claudi. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Entschuldigung.